Willkommen zurück bei Death Stranding. Oh, schön, der Regenbogen. Sieht cool aus. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt weit nach unten zur Zeitregenfarm. Ja, dann mal los. Wettervorhersagen ähneln dem Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, den sie vor Gefahr bewahren. Aber wir haben etwas Besseres. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Mhm. Und einst gebar unsere Fantasie eine üppige, lebenssprühende Kultur. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Hier und Jetzt fixierten Tieren. Oh. Okay, mysteriös alles. So, kann ich ein bisschen Keramik mit mir nehmen? Verlorene Fracht. Nö. Weg hier. Oh, schön. Schön mit der Musik. Und stopp. So. Wirklich echt cool hier mit der Musik noch. So. Wetterstation, Wetterstation. Noch ein bisschen mehr Keramik da vorne. Ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg, oder? Oh, 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 oh. Ja, hier geht's lang, genau. Echt viel Keramik hier überall. Oh, ich sehe es schon da vorne. Da gibt es wieder die Mules. So, ich muss mittendurch. Ich muss durch die Mules. So, kommt mal her. So, Konstruktion, nee, ich will eigentlich nicht. Das wollte ich, genau. Privater Spiel. Bind. Ja, die Sache ist, ja, zerstört Metall.
Okay. Dann weg mit. Bringt mir ja nichts, wenn das im Arsch ist. Okay. So. Dann mal. Los geht's. So. Kann ich da. Ja, da ist eine Leiter. Und jetzt aber. So. Auf die Leiter bitte. Auf die Leiter bitte. Dankeschön. Oh, die haben. Ah. Also, was ich machen kann. Ja, leck doch mich. Ich kann mir den Karren klauen von denen. Wenn die mich nicht gleich totfahren. Und bam. Oh, ich hoffe, das werden echt nicht zu viele hier. Holy shit. Ohnmächtig. Oh, Backe. Ja, das war ja mal richtig beschissen. Der Müllhalde entsorgt. Leck doch mio. So. Hier. So, ich komme wieder zu euch, Freunde. Ich komme wieder. So, was ist das? Zerstört die Metalle. So, einmal. Dann Fracht. So, habe ich meine Schuhe noch? Die Schuhe und die Beine habe ich noch. So, jetzt hole ich mir den Rest. So, Freunde, ich komme. Was zu liefernde Fracht? Ah, ja. Ja. So, komme ich da durch? Ohne dass ich mich auf die Schnauze leg. Ja. So. So, Freunde. Die blöde Maus immer. Jetzt kommt zu mir. Ich hol mir euer Zeug, ich hol mir mein Zeug. Ich hole mir alles wieder. Kommt her, Freunde. Ja, sehr schön. So. Ja, was? So, einer weniger. So. So, was mit dir? Und so. Du bekommst jetzt noch ein Dritt von mir. Hier. Und spür meinen Zorn. So. Die hätte ich gern wieder. Dankeschön. Und zack. Und zack. So, noch mehr. Ja, da kommen noch ein paar. Kommt nur her, Freunde. So. Thank you.
Ich hol mir alle. Bam. So. Jetzt nur noch du. Komm her. So. Du mieses Schwein. Da. So. Und zur Strafe glaube ich euch noch euren Truck. So. Jetzt mein ganzes... Erstmal mein ganzes Zeug zurück. Hier. Alle mir. Hier gibt's... Nee, Stufe 1, Rauchgranate. Eine Menge. Okay. Machen wir mal so. Auf dem Rücken. Ja, Briefkasten. Und die ganze. Abladen. Bestätigen. So. Ah, ich glaube, das hätte sogar schon gereicht, oder? So. Frachtmenü. Nicht mitgeführt. Nee, es reicht nicht alles, oder? 1, 2, 3. Auf dem Auflieger. So. So, was mit den Metallen hier? Und hier. Einmal. Zweimal. So. Hände. Wo sind meine? Hier. Eins. Fahrzeug. So. Wieder einsteigen. Und weg hier. Okay, also ich werde lieber Klick gehabt. Das hast du davon. So. Gibt's noch ein paar Rosinen, ein bisschen Metall. So, wo war das jetzt? Hier. Ja. Nicht runterfallen. So. Metall. Ja, dann bleib doch stehen. So. Dankeschön. So, was habe ich denn alles hier? Keramik, Metalle. Und jetzt weg. Einfach nur weg von hier. Wo muss ich hin? Darüber. Das war die Wetterstation und weg hier. Der Akku, ja, ich sehe es. Entschuldigung. So, kann ich... Langt das von der Entfernung?
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bestätigen. Zu verdanken. Sie sah das Potenzial unserer Arbeit und hat sich ins Zeug gelegt, damit unsere Farm in Gang kam. Wir wollen schon lange Teil des chiralen Netzwerks werden. Sehen wir uns das Getreide an, das du gebracht hast, ja? Okay. Gibt's ja nicht. Hast du uns echt so viel gebracht? Wie hast du das nur geschafft? Tja. Einfach klasse. Ein oder mehr der Boden. Dankeschön. Vielen Dank. Frachtträger. Klasse 30. Du kannst jetzt mehr Fracht tragen. Sehr cool. Übrigens, du kennst nicht zufällig Fragile, oder? Kannst du ihr bitte etwas von uns ausrichten? Sag ihr... Danke, dass sie uns gerettet hat. Ohne ihren Einsatz wären South North City und unsere Farm vom Antlitz der Erde gefegt worden. Für mich ist sie eine Heldin und das soll sie auch wissen. Oh, stimmt, das Netzwerk. Kannst du uns wohl anbinden? Mach ich. Yes. Neuer Strang geknüpft. UCR beigetreten. Neues Interview. Oh, was ist das? Die Mules haben dich überfallen und vorher deine Fracht per Ping geortet, oder? Und damit das nicht wieder passiert, haben wir deinen Frachtscanner verbessert. Sagen wir, du wirst gleich angepingt. Mit dem richtigen Timing pingst du einfach zurück und neutralisierst ihren Impuls mit deinem eigenen. Sie sind so klug wie zuvor und du kannst sorglos weiterziehen. Allerdings ist das Timing alles. Timing, Timing, Timing. Timing is shining. Mhm. Vielen Dank. Jetzt können wir den Zeitregen endlich richtig ausnutzen. Unsere Farm schreibt Geschichte. Wir haben zwar einige Testfelder, aber da wir den Zeitregen nicht vorhersagen konnten, waren die Ergebnisse eher mittelmäßig. Zeitregen fiel hier relativ regelmäßig. Wir wussten also ungefähr, wann wir pflanzen und ernten mussten. Aber dann haben die Terroristen das Gleichgewicht zerstört. Zu viele Tote, zu viele Krater. Das Wetter ließ sich nicht mehr vorhersagen. Die Vorhersagen des Netzwerks sollten uns wieder auf die Beine helfen. Wenn alles nach Plan läuft, können wir expandieren und Zeitregen nutzen, um ganze Landstriche zu kultivieren. Natürlich setzen wir auch unsere Genforschung fort. Vielleicht können wir so bei der Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems helfen. Eventuell finden wir dabei ja sogar etwas über den Zeitregen heraus. Wir haben viel vor uns, aber die Herausforderung reizt mich. Danke, Sam. Du hast uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Ich freue mich schon auf die Ernte. So macht man das, Sam. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Hä? Na, sieh mal einer an. Du hast die Zeitregenfarm gerade erst ins Netzwerk integriert und schon haben wir neue Aufträge. So kannst du die Rückreise sinnvoll nutzen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Ja. Weitere Informationen erhältst du an einem... Warte, habt ihr für mich... Erstmal die verlorene Fracht. Bam. So, was habt ihr Lieferung empfindlicher? Zurück.
Okay. Dann annehmen. Annehmen. Brauche ich was? Nein, ich glaube nicht. Yes. Der Truck. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich schaffe das mit dem Truck. Auf dem Rücken. Mhm. Keramik. La 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 la. Keramik, Keramik. Laden ihr Fahrzeug. Und das war's. Bestätigen. Ich hoffe, ich kann das Fahrzeug noch bewegen. Verteilerzentrum. Ja, echt bescheiden hier. Ich habe doch irgendwo... Nee, habe ich kein TCK mehr. Nee. Nein, das wollte ich nicht. Dankeschön. So. Ausrüstung herstellen. TCK. Yes. Rücken, Rücken. Ja, dankeschön. Perfekt. So. Jetzt TCK ausrüsten. So, Konstruktion. Ich brauche keinen Briefkasten. Nein, nein. Geht ja. Nicht, Sam. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss Jaha. Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings suchen. Ich bin dabei. So, was ist aber außerhalb? Wie weit ist außerhalb? So, ist das hier außerhalb? Jetzt. Wenn du einen Lastenschweber, aber keine nennenswerte Fracht dabei hast, kannst du versuchen, selbst drauf zu springen. Drücke Lastenschweber mit einer zu verbinden und X um aufzustellen. Du kannst Lastenschweber abhängen. Ah, okay. So. Und zack. So, dann geht's. Oh Jesus im Himmel. Mhm. Wieder hier erstmal hoch. Und von hier aus dann. Uiuiui. Ui. Zurück. Ob ich das schaffe? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja, da vorne steht ein Bike, aber ich habe zu viel Zeug dabei. Das ist das Problem. Zu viel Zeug dabei. Mule-Lager. Mhm. Hier ist es, oder? Ja. Ja, ich hoffe mal das Beste, dass wir es schaffen irgendwie. Ich könnte mich da vorne am Pilz. Ladet der Pilz auch. Oh, der Karren, der ist echt destruction. So. So. Ah, es wird die Ware wird auch wieder vollständig wiederhergestellt.
Aber aufgeladen wird es nicht. Mhm. Habe ich irgendwo hier noch... Ah, was ist das, ein Briefkasten? Mhm, mhm, mhm. Ja. Junge, 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 das gibt ja eine richtig schöne Fahrt. Okay. Dann mal los. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich hoffe doch mal. Ich muss zur Wetterstation und mich wieder ein bisschen aufladen. Aber ich weiß nicht, ob ich... Ja, vielleicht. Vielleicht schaffe ich das. Ja, hier lang. Ja, ich weiß, der Truck ist nicht mehr voll, aber... Irgendwie muss ich ja hoch, oder? Ja, das schaffe ich noch, oder? Doch, 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 ich glaube schon. Wenn nicht, bin ich ein bisschen gearscht. Ja. Das schaffst du noch, Truck, oder? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ne? Hm, hm, hm. Shit. So, habe ich noch einen TCK dabei? Ja. Dann mal, so, Briefkasten, nee, nee, Generator, ja. Auf geht's. Ja, der Generator, der schafft das. Und zack. So, genau so. Komm schon, Geduld, Geduld. Also ich glaube, so ein TCK ist doch immer was Schönes, wenn man das dabei hat. Sehr gut. Yes. Aber der Truck sieht auch schon ziemlich verrobbt aus. Ah, da oben ist ein Pilz. So, und jetzt erstmal schön unter den Pilz stellen. So. Sehr schön, sehr schön. Okay. Wir müssen hier hin. Ja. Okay, dann würde ich sagen, tun wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.